Nicht nur Bauwerke mussten dem See weichen, sondern auch die Menschen, die hier jahrzehntelang gelebt und gearbeitet haben. Ein Verdrängungsprozess begann. Teures Eigentum entstand hier, statt günstiger Mietwohnungen. Der neue Stadtteil wurde komplett am Reißbrett entworfen. Mit neuem Klientel, einem idyllischen See und neuen Geschäftsideen. Eine alte Höschhalle steht noch ein paar hundert Meter vom See entfernt. Stefan Baumgart hat hier 2007 eine Werft eröffnet. Anfangs allerdings noch ohne Wasser. Es war zwar immer ein Gespräch mit dem See, aber niemand hat so richtig dran geglaubt. Und deswegen wurden wir immer oft belächelt, dass wir dann hier auch noch eine Werft gründen. Der See ist uns dann praktisch vor die Haustür gebaut worden. Das war ein Riesenglück für Sie, ne? Das war ein Riesenglück für uns, ja. Die Werkshalle ist jetzt aber auch eine alte Halle von früher, vom Stahlwerk. Mhm. Als dann die Chinesen gekommen sind, das Werk abgebaut haben, haben wir dann von der Halle erfahren, die übrig geblieben ist. Ach, die haben die nicht mitgenommen? Nein, die haben die nicht mitgenommen, die war denen zu klein. Dann haben wir die günstig kaufen können, haben die natürlich selber abgebaut, mit dem Vater zusammen und Mitarbeitern. Und haben die renoviert, aufgearbeitet, die Stahlträger, und dann hier an dem Standort wieder aufgebaut. Es heißt irgendwie immer, die Chinesen sind gekommen und haben das abgebaut und irgendwo anders wieder aufgebaut. Wie genau läuft sowas überhaupt ab? Die haben praktisch alles ganz genau auseinandergenommen, jede Schraube, alles nummeriert, in einzelne Kartons gepackt, sodass die Kollegen dann in China das noch wieder aufbauen können. Oh mein Gott, da braucht man aber gute Logistik. Wir waren natürlich nicht ganz so viele, wir waren nur zu dritt, ein Vater und noch ein Mitarbeiter. Und wir haben dann wirklich von morgens fünf bis teilweise abends um Mitternacht demontiert, abgebaut und waren dann in 6 Wochen mit der Demontage fertig. Haben Sie auch alles durchnummeriert? Haben wir auch alles durchnummeriert, fotografiert. Zwar nicht so professionell, aber auch bei den Chinesen abgeguckt. Wie stehen Sie denn jetzt zu dem Ort hier? Also erinnern Sie sich auch gerne an das Stahlwerk? Ja, klar. Wir haben viele Bekannte und Freunde, die früher bei dem Stahlwerk gearbeitet haben. Es ist natürlich einerseits auch traurig, dass die Arbeitsplätze weggefallen sind. Und das Stahlwerk gehörte ja zu der Region mit dazu. Und es ist schon komisch, wenn man jetzt über den See guckt und das Stahlwerk fehlt hat. Das Stahlwerk war schon eine eigene Stadt für sich, die in sich funktioniert. Und das ist schon schade, dass das Ganze weg ist. Mhm. Auf der anderen Seite ist der See natürlich für Sie jetzt ein Traum. Der See ist schön, da profitieren alle von, freizeitmäßig. Viel, viel schöner, als wenn jetzt irgendwelche Bürogebäude oder so entstanden wären. Das stimmt. Schöner als mit langweiligen Bürogebäuden ist es hier auf jeden Fall. Schade nur, dass nicht auch günstiger Wohnraum geschaffen wurde. Hörde hat sich auf jeden Fall verändert. Aber ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen. Das ist total schön hier, keine Frage. Der Ruß ist weg. Man kann tief durchatmen und die Leute joggen und trinken Kaffee. Aber auf der anderen Seite ist die Arbeitergemeinschaft, die 160 Jahre diesen Ort geprägt hat, verschwunden. Also Hörde befindet sich im Wandlungsprozess, so wie das ganze Ruhrgebiet. Mal sehen, wo diese Reise hingeht.